Zweite Welle. Immer am Ball. Ja, ich begrüße euch zur Spieltagspressekonferenz. Heute wieder zum zweiten Mal hintereinander im Hotel Dormero in Hannover. Zum Glück, weil ansonsten scheinen ja hier Demos zu sein. Hier konnte man zumindest hinkommen. Ja, für die Recken geht es um das 29. Spiel am Sonntag, wann spielen wir eigentlich? Am Freitag, den 27. März um 19.45 Uhr bei GWD Minden in der Kreissporthalle oder auch Kamperhalle genannt in Minden. Ja, die GWD hat zuletzt einen Auswärtssieg geholt mit 32-27 beim VfL Gummersbach. Ist seit einigen Wochen mit einem neuen Trainer dabei, und zwar mit Frank Carstens, der jetzt auf der Bank sitzt. Im Hinspiel konnte die TSV einen 26-20 Erfolg erzielen. Ja, Christopher, grüße dich auf meiner rechten Seite. Am Sonnabend wurde ja ein wichtiger Sieg, denke ich, gegen HC Erlangen erreicht. Ist die Trainingsarbeit seit Montag ein bisschen leichter? Naja, ich denke, wir sollten, genau wie wir die Niederlagen eingeordnet haben vorher und die Punktverluste, die wir gehabt haben, soll man die Siege genauso einordnen. Das heißt, wir haben jetzt gewonnen, das war wichtig, das war gut, aber das beeinflusst unsere Arbeit nicht großartig. Ich glaube aber, das ist natürlich für jeden Spieler das Salz in der Suppe des Berufes ist zu gewinnen, und natürlich auch für uns als Trainer ist das super. Deshalb macht die Arbeit mehr Spaß, wir verändern sie nicht, aber natürlich ist es schön zu gucken, zu sehen, dass man Früchte erntet, und das haben wir getan. Aber jetzt ist Mittwoch und Freitag ist das nächste Spiel, deshalb haben wir uns bereits ab Montag auf das Spiel in Minden vorbereitet und ja, freuen uns darauf. Ja, kommen wir vielleicht zur ersten Personalie. Sven Sören Christoffersen hat nach 10 Wochen wieder das erste Heimspiel bei uns gemacht. Ist alles soweit gut verlaufen und wird er auch für Minden einsatzfähig sein? Ja, also der Test ist erfolgreich verlaufen. Er hat Tor geworfen, er konnte schmerzfrei spielen. Nach dem Spiel ging es ihm natürlich entsprechend nicht so gut, und wir haben jetzt auch den Trainingsumfang in der Woche reduzieren müssen. Ich gehe davon aus, dass sich trotzdem seine Situation bis Freitag wieder so stabilisiert, dass wir ihn wieder einsetzen können. Und das ist für uns natürlich eine ganz wichtige Sache, weil er wichtige Impulse setzen kann und auch setzen wird, wenn er fit ist. Und ich gehe davon aus, dass es bis Freitag wieder so sein wird. Ja, kommen wir mal zu unserem Gegner, zu den abstiegsbedrohten Mindenaren. Was meinst du, konnte Carsten schon so eine eigene Linie ins Spiel bringen und damit für eine verstärkte Mannschaft sorgen? Ja, also Frank hat natürlich sehr gute Arbeit in Magdeburg geleistet, auch hier in Hannover-Burgdorf hat er wirklich sehr strukturiert gearbeitet, und genau das ist, was jetzt auffällt. Die Mannschaft in Minden spielt sehr, sehr strukturiert und schafft sich selber Sicherheit durch Verlässlichkeit in bestimmten Situationen. Er hat natürlich einen Kader von 17 Leuten zur Verfügung. Das heißt, den Kader hat er nicht selber zusammengestellt. Er kann halt auf das zurückgreifen, was er da hat. Das ist nicht immer ganz so einfach. Wird sicherlich, je länger er da arbeitet, einfacher für ihn werden. Aber er hat auf jeden Fall eine starke Truppe zusammen, die jetzt eben auch in Gummersbach mit 5 Toren gewonnen hat. Da sieht man die hohe Qualität. Hat wirklich starke Abwehrspezialisten, sehr gute Angreifer. Und er macht sehr viel draus. Deshalb, also Frank ist ein sehr, sehr guter Trainer und hat in den ersten Wochen, finde ich, schon sehr, sehr viel erreicht bei mir. Du hast schon starke Abwehrspieler bei Minden angesprochen. Auf welche Spieler muss unsere Mannschaft besonders Acht geben am Freitag? Ja, das ist beim 17-Mann-Kader gar nicht so leicht zu sagen, weil natürlich viele Protagonisten da sind. Vielleicht ist es natürlich immer noch wichtig herauszuheben, dass Dalibor Dodor natürlich auch gerade unter dem neuen Trainer jetzt wieder zu alter Stärke zurückfindet, ein sehr, sehr präsenter Spieler ist,
viele Situationen einfach gut entscheiden kann mit hoher individueller Qualität. Aber auf der anderen Seite hervorragende Torhüter mit Fortmann und Eilers und davor eben eine sehr robuste Deckung im Innenblock mit Janemir und Koslina. Das ist schon hohe Qualität auf beiden Seiten. Aber ich denke auch Arne Niemeyer im letzten Spiel mit 8 Toren stark gewesen neben Doda. Das ist wirklich eine gute Mannschaft mit vielen Stärken. Die Rückraumrechten habe ich noch gar nicht genannt, da gibt es ja 3 von. Schäfsmeier sehr gut gedeckt und auch im Spiel davor gegen die Rhein-Neckar-Löwen stark offensiv gewesen. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, weil es viele Protagonisten dieser Mannschaft und auch die Tatsache, dass sie jetzt unter uns stehen und noch nicht so viele Punkte haben. Hinten wird auf jeden Fall noch viele Chancen nutzen, sich da rauszuarbeiten. Und wir müssen versuchen, am Freitag mit allem, was wir haben, dagegen zu halten. Und da hoffe ich, dass wir mit dem gleichen Kader ins Spiel gehen können wie am letzten Samstag. Und dann, glaube ich, haben wir auch sehr gute Qualitäten, aber es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen werden. Dagegen halten sicherlich auch gegen die Minder Fans, da ist immer richtig Alarm, ne? Ja, das ist dann eigentlich Aufgabe unserer Fans, aber ich freue mich immer, wenn unsere Fans auswärts dabei sind und die auch. Ich glaube, das wird kein körperlicher Schlagabtausch werden, das hoffe ich und denke ich auf keinen Fall, dass das passieren wird, sondern es wird eher ein Wettstreit im Wer kann besser unterstützen sein und ja, da freue ich mich, wenn wir viele von unseren Jungs dabei haben und Mädels natürlich. Ja, kommen wir mal zu unseren anderen Verletzten. Torge Johansen konnten wir am Sonnabend ja schon wieder joggen sehen. Wie sieht es bei ihm aus? Hat er am Teamtraining schon wieder teilgenommen? Beziehungsweise ist irgendwas, hat sich personell irgendwas verändert zum letzten Sonnabend? Ja, ich fange mal andersrum an. Also Freddy Repke, Mike Partei, viele Buschmann werden nicht spielen können. Und auch Torge Johansen wird noch keinen Einsatz bekommen, weil er natürlich jetzt die ersten wirklichen Trainingsversuche macht, mit komplettem Training, mit der ganzen Mannschaft, hat 4 Monate kein Handball gespielt. Ihn da jetzt mit so wenigen Trainingseinheiten reinzuschicken, wäre auf jeden Fall zu früh. Wir werden am Freitag auf Henrik Pollex und Timo Kastening zurückgreifen. Und er wird trotzdem bei uns mittrainieren und versuchen, schmerzfrei durch die Einheiten zu kommen, so wie es bisher gewesen ist, und trotzdem Pausen zu machen, um seinem Körper Erholung zu geben. Und dann hoffe ich, dass wir bald wieder auf ihn zurückgreifen können. Aber nach dieser ganzen langen Zeit wäre es verfrüht, ihn jetzt am Freitag ins kalte Wasser zu werfen. Denn jedes Spiel in der Handball-Bundesliga geht an die Grenzen, an die körperlichen Grenzen, auch jedes Einzelnen. Und deshalb müssen wir da bei Torge sehr vorsichtig sein. Wir wollen, dass er gesund und vor allen Dingen langfristig zurückkehrt. Ja, das sind sicherlich schon einige Informationen. Jetzt möchte ich die Presse bitten, Fragen zu stellen, um noch weitere Informationen zu bekommen. Ja. Wenn wir gleich beim Personal bleiben, Torge Johansen, rechnen Sie da noch mit einer Rückkehr in dieser Saison? Ja, also das sieht einfach schon wirklich gut aus, was er macht. Unsere Erfahrungen sagen aber auch, dass wir es eben nicht überpacen dürfen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir ihn im April auf jeden Fall bei uns sehen werden. Auf der Platte, nicht neben der Platte, sondern auf dem Vielfalt. Und da freue ich mich auch drauf, unser Captain ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiger Baustein. Bei den, kurze Nachfrage, bei den 3 anderen ist das aber eher problematisch wahrscheinlich. Da was wird. Bei Freddy Repke sehe ich das erstmal ganz, ganz defensiv. Der hat jetzt so lange Verletzungszeit, dass man einfach gucken muss, dass der wieder reinkommt. Der hat auch immer wieder noch Probleme. Bei Fiete Buschmann kann das wahrscheinlich vor der Pause 19. April gar nichts werden. Und ob das dann im Mai was wird, das muss man einfach mit Abstand sehen. Und bei Mike Partei ist es auch super. Der kann schon Teile des Trainings wirklich mitmachen und der macht immer wieder Versuche, aber wir werden ihn gerade ob der schwierigen Verletzung der Schulter wirklich erst wieder ins volle Mannschaftstraining nehmen können und auch ein Spiel als Spieloption nehmen können, wenn er wieder ganz fit ist. Aber er bereichert schon 3-mal die Woche unser Training, macht da fast alles mit, aber die Wurfqualität muss noch entwickelt werden. Da gibt es auch noch einige Probleme, die da einen
schnellere Rückkehr als jetzt. Auch da denke ich, müssen wir den April noch Geduld haben. Und am 19. April ist für uns ja schon Schluss mit dem Spiel gegen Flensburg. Und dann schauen, ob wir über die Pause dann ihn wieder ins Mannschaftstraining und ins Spiel integrieren können. Ihr habt ja am Samstag für ein Heimspiel relativ viele Einschläge hinten gehabt. Ihr habt das Spiel ja sicherlich analysiert. Was müsst ihr anders machen und was werdet ihr anders machen gegen Minden? Ja, es ist natürlich so, dass wir eigentlich eine größere Stabilität hinbekommen haben in unserem Abwehrspiel, als wir das da gezeigt haben. Wir haben allerdings auch eine sehr, sehr gute Erlanger Mannschaft gesehen, die offensiv wirklich eine große Qualität hatte. Wir haben, es ist fast immer so in den Spielen so, wenn man sich vorne gut durchsetzt, und wir haben uns viel vorbereitet auf die 5-1-Abwehr der Erlanger, die uns im Hinspiel enorm große Probleme gemacht hat. Da hatten wir praktisch in diesem Spiel gar keine Probleme. Wir haben Tore am Fließband erzielt, sind da auch einige Male noch an Katze gescheitert, aber nicht in entscheidender Weise, weil wir, glaube ich, da auch immer wieder klare Chancen rausgespielt haben. Wir haben es allerdings auch andersrum nicht geschafft, zweite Welle Gegenstoß zu verteidigen. Und da ist eben oft so, wenn das Spiel so läuft, wie es läuft, dass man vorne sehr gut agiert, dass man hinten vielleicht nicht die ganze Power in jede Aktion wirft, weil man einfach die Sicherheit hat, vorne Tore zu werfen. Das ist etwas, was wir in Minden nicht gebrauchen können, weil man sieht schon am Hinspiel 26-20, dass da wahrscheinlich nicht viele Tore fallen werden in diesem Spiel. Deshalb kommt es da sehr darauf an, dass wir Stabilität in der Abwehr haben. Das hängt ein bisschen mit verschiedenen Sachen zusammen. Natürlich haben wir mit Philipp Bokolowski einen Spieler, der sehr große Qualitäten hat, aber auch der ist in unserem System nicht so gut eingespielt. Da arbeiten wir jede Woche dran. Allerdings ist der jetzt nicht der, der viele Fehler gemacht hat. Wir haben auch viele Zweikämpfe verloren. Daran haben wir diese Woche gearbeitet. Ich hoffe, dass man am Freitag das bereits dann sehen kann, dass wir in den Zweikämpfen präsenter und stärker sind. Du hast gestern noch den Ersatz für Huren präsentiert. Ja, offiziell ist damit eure Personalplanung abgeschlossen für die nächste Saison oder seid ihr noch irgendwo aktiv? Ja, wie sagt Benjamin Chaton mal so, wir beobachten natürlich ständig den Markt. Und es gibt ja immer gegen Ende der Saison auch noch viele Vereine, die finanzielle Probleme haben. Es gibt natürlich auch viele Spieler, die potenziell auf unserer Wunschliste stehen könnten, wenn sie dann frei wären, was sie oft auf vertraglichen Möglichkeiten oder vertraglichen Situationen einfach nicht möglich ist, die zu verpflichten. Wir gucken immer, auch übers Jahr hinaus, ob da noch für uns jemand dabei sein könnte. Aber wir haben natürlich auch mit der Weiterverpflichtung, Verlängerung von Trabasic und jetzt mit der Neuverpflichtung von Erik Schmidt einen guten, leistungsstarken Kader, mit dem ich als Trainer auch zufrieden bin. Würde ich freuen, in die nächste Saison zu gehen. Wenn natürlich da jetzt noch jemand Überragendes möglich ist für uns, dann denkt man sicherlich drüber nach, ob man ihn noch kriegen kann. Aber wir brauchen auf jeden Fall keine Quantität mehr, sondern wenn dann eben hohe Qualität vorne und hinten. Da schauen wir. Aber Stand jetzt ist das der Kader für die nächste Saison. So schön wäre es, noch jemand im Rückraum zu finden, die Frage? Nö, also ich denke, wenn Mike Partei wie erwartet eigentlich den Rückweg jetzt bald findet und wir wieder auf ihn setzen können, dann haben wir zwei starke Rückraumlinke, sind auf der Rückenmittelposition mit drei Spielern top besetzt, glaube ich. Olaf Gudmundsson noch als Dritter dazu. Falls du ihn gerade vergessen hast. Dann auf Rückraum rechts, finde ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Rechts außen doppelt. Also ich denke, das ist ein guter Kader, aber man muss auch Platz haben für die Leute, sich zu entwickeln. Insofern die beiden Sachen, Mike Partei muss zurückkommen, Olaf Gudmundsson jetzt wieder richtig ins Spielsystem integriert werden. Und dann ist das eine tolle Mannschaft. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wenn man Spieler hat, die verletzt sind, wie jetzt Freddy Röpke, Mike Partei oder Fiete Buschmann, dann kann man immer schlecht Voraussagen treffen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass das für uns eben so ist, dass die wieder zurückkommen und dann wir auf die setzen. Nachfrage zu Christoffersen. Betreffen die Beschwerden die Wade oder ist das eher eine allgemeine körperliche Natur nach der langen Pause? Nee, das ist schon speziell noch die Wade, die Probleme macht, weil es
wird oft nicht so bekannt. Es gibt viele, viele Hochleistungssportler, die Probleme im, im Wadenbereich haben mit verschiedenen Muskelsträngen. Und bei ihm haben wir eben länger gebraucht, um das wieder in den Griff zu bekommen, weil das im Zuge der ausgeheilten Fingerverletzung erst aufgetreten ist. Und das ist aber jetzt soweit stabil, dass wir gucken, dass wir die Belastung eben gut dosieren, denn das ist sozusagen der Trick dabei, dass man die Wade, die natürlich einen nicht so großen Umfang hat, bei ihm speziell jetzt nicht kleiner oder größer als sonst, aber trotzdem sehr viel Belastung hat, bei jedem Antritt, bei jeder Stoppbewegung, bei jeder seitlichen Bewegung, bei jedem Sprung, auch bei jedem Kontakt in dem Bereich ist die Struktur da eben immer in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, wir haben das, und da muss ich unsere medizinische Abteilung loben, gut dosiert bisher. So machen wir weiter und ich denke, dann kriegen wir ihn von Spiel zu Spiel stabiler. Jetzt die nächsten beiden Spiele sind für uns nochmal enorm wichtig. Das heißt Freitag gegen Minden, Donnerstag gegen Gummersbach. Danach haben wir wieder 9 Tage Pause, glaube ich, bis zum Spiel. Und dann gucken wir weiter. Simon, was los? Alles gut soweit? Ja. Okay. Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar ist das Spiel gegen Minden oder in Minden, ist das ein Bundesligaspiel wie jedes andere, oder aber ist das doch so eine Art Derby, weil die ja auch so eine kleine Hannover-Vergangenheit haben und auch wegen Frank Carstens? Ich glaube, die Hannover-Vergangenheit von Minden, die ist wahrscheinlich von Mittener Seite eher keine schöne Erinnerung, denn ich glaube nicht, dass es gut funktioniert hat damals. Obwohl ich auch ein starkes Spiel von Minden damals gesehen habe gegen den THW Kiel, haben sie nur mit einem verloren zu Hause. In der Tour, bitte? Das zeigt sich kaum. Ja, genau. Und das war, aber ansonsten war das, glaube ich, kein so erfolgversprechender Ausflug. Und ich glaube, gegenüber Frank Carstens, da gibt es keine Animositäten. Auch als wir gegen oder in Magdeburg gespielt haben, das Verhältnis ist von meiner Seite von gegenseitigem Respekt gepflegt. Ich habe unter ihm trainiert, mit ihm gespielt. Da gibt es also keine Probleme. Wir wollen beide gewinnen, das ist klar. Und von der Mannschaft her, glaube ich, sind die Dinge, die da in irgendeiner Weise emotional sind, ja nun noch schon 4 Jahre her. Da muss man, glaube ich, keine Gedanken mehr daran haben. Grundsätzlich ist es für uns aber ein Derby, das ist klar. Die Mannschaft, die hier in der Nähe spielt, ist Minden. Und wir wollen natürlich, nachdem wir im Hinspiel gewonnen haben, auch das Rückspiel erfolgreich gestalten. Wir wissen aber, dass das ein bretthartes Ding wird, weil Minden kämpft ums Überleben. Und so wird die Mannschaft auftreten. Da müssen wir halt eben unsere Antworten finden. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, dann möchte ich eine kurze Information geben zum Spiel gegen Flensburg. Der Spieltermin am 19.04. um 17 Uhr ist jetzt von der HBL bestätigt worden. Voraussichtlich wird es ein Sport1-Spiel, also ein Live-Spiel werden. Das war noch offen. 17 Uhr, Punkt nicht. 17.15, genau. Okay. Ja, ansonsten bedanke ich mich für euch fürs Zuhören und Aufschreiben. Und wünsche einen guten Weg in die Redaktion.